Am 6. März 1932 wurde mein Großvater Berthold Schiewek im polnischen Sensburg geboren. Er wuchs mit seinen Geschwistern Waltraud, Manfred und Bernhard in Waldicken auf. Die Familie Schiewek besaß eine kleine Landwirtschaft. Während Opas Vater im Krieg als Fahrer für das Verpflegungshauptamt seinen Dienst ableistete, musste die Mutter mit den Kindern die Wirtschaft betreiben. Sie verkauften ihre Produkte auf dem Schwarzmarkt, um täglich Geld zu haben, damit die Familie versorgt werden konnte. Es war eine harte Zeit für die Familie. Nach Ende des Krieges wurde das Gebiet von russischen Truppen eingenommen. Die Schwester meines Großvaters wurde verschleppt und ihr Haus geplündert. Dabei verloren sie viele Habseligkeiten. Im Oktober 1947 bekamen sie die Anordnung, sich auf den Weg nach Deutschland zu machen. Allein mit den Dingen, die sie tragen konnten, ging es für Mutter Schiewek und ihre drei Söhne auf die Flucht. In Viehwaggons wurden sie von Sensburg nach Waltershausen in Thüringen gebracht. In ihrer Heimat war es ihnen verboten, Deutsch zu sprechen. Nach dieser Unterdrückung durch die Russen überraschte es meinen Großvater sehr, dass man nach dem verlorenen Krieg an der Grenze Deutsche mit Waffen sah. Die Familie wurde von der Schwester des Vaters, Tante Emma, abgeholt. Durch sie erfuhr die Familie, dass der Vater in Vorpommern gesiedelt hatte. Im vorpommerschen Steinhagen fanden Vater, Mutter und die drei Söhne wieder zusammen. Dort teilten sie sich mit mehreren Familien ein Gut und lebten von der Landwirtschaft. Mein Großvater hatte in Polen die Schule nicht beenden können und arbeitete nun als junger Mann auf den Ländereien mit. Nach einiger Zeit konnte sein Vater ein Haus für die Familie kaufen. Dieser arbeitete nun bei der Feuerwehr und mein Großvater erhielt die Chance, eine Lehre als Mechaniker zu beginnen. Es lag eine schwierige Zeit vor ihm. Die meisten Lehrlinge hatten ihre Lehre bereits mit 14 Jahren begonnen und waren somit spätestens mit 17 Jahren ausgebildete Gesellen. Mein Großvater hingegen begann seine Ausbildung erst mit 19 Jahren und hatte dadurch einen niedrigeren Rang inne. Aufgrund seiner großen Leidenschaft zu Fahrzeugen konnte er trotzdem die Gesellenprüfung bestehen und nun seine neue Freiheit genießen. Beim Tanz lernte er seine spätere Frau Gerda kennen. Sie bekamen drei Kinder und sind mittlerweile glückliche Urgroßeltern. Seit über 50 Jahren leben sie in Stralsund.